Edinburgh. Hauptstadt Schottlands, Heimat von Haggis, Dudelsack und Kilt. Das Herrenkleid gehört hier zum Straßenbild und auch zu einer Fahrt im Royal Scotsman. Vor der Reise sucht Don Jeff aus den USA nach einem passenden Kilt. Aber nicht irgendwo, sondern bei Kinloch Anderson, dem Ausstatter der Royal Family. In fünfter Generation wird hier der traditionelle Tartan gefertigt. Ich liebe die Farbe, sehr schneidig. Würde ich gern tragen. Es hieß, es gibt ein Gala-Dinner, entweder im Smoking oder im formellen Kilt. Anstatt den gesamten Urlaub einen Smoking mitzuschleppen, habe ich entschieden, mir einen Kilt auszuleihen. Wenn ich in ihrem Land bin, trage ich auch ihre Kleidung. Am Hauptbahnhof Waverley Station warten schon Zug und das Ein-Mann-Empfangskomitee. Begrüßt werden die Gäste von Generalmanager Michael Andrews, dem Gastgeber dieser Reise, mit gälischem Trinkspruch. Ladies and gentlemen, Slange. Über den Firth of Forth geht es Richtung Norden. Der Panoramawagen am Ende des Zuges hat eine kleine Aussichtsplattform. Von ihr aus lässt sich die schottische Landschaft am besten genießen. Die dreitägige Rundreise führt von Edinburgh mitten in die schottischen Highlands. Das hier ist ihr Abteil. Handtücher, ihr Badezimmer mit Dusche hinter der Tür. Ein Strauß Disteln empfängt den Gast in der Kabine, die schottische Nationalblume. Der Nachmittag an Bord beginnt mit einem klassischen Afternoon-Tea. Sandwiches und Scones, eingenommen im großen Salonwagen. Die Idee des Royal Scotsman geht zurück auf die Zeit vor 100 Jahren. Wir beziehen uns auf eine Tradition aus einer Zeit, als dies die beste Art war, durch Schottland zu reisen. Von Landgut zu Landgut, im eigenen Zugwaggon, mit den besten Erzeugnissen von Land, Luft und Meer und dabei zu feiern, zu jagen, angeln und einfach das Leben genießen. Genau das machen die 40 Gäste des Royal Scotsman während des Zwischenstopps auf dem Landgut Rothiemurcos. Die einen üben sich im Tontaubenschießen, während es die anderen gemütlicher angehen lassen. Etwa mit einer geführten Wanderung durch die karge Schönheit der Highlands oder einem Vormittag beim Angeln. Später dann ein Besuch bei Strathyla in Keith. Schottlands ältester Whisky-Distillerie. Hier wird der weltbekannte Chivas Regal gebrannt. Die Kamera muss allerdings draußen bleiben. Explosionsgefahr durch Alkoholdämpfe, heißt es. Na gut, wir wollen kein vorzeitiges Ende der Reise provozieren und diese Landschaft verpassen. Uhr, Zeit für den Aperitif im Salonwagen. Don Jeff hat sich wie die anderen Gäste in Schale geworfen. Ich darf Sie bitten, im Speisewagen Platz zu nehmen. Das Dinner wird serviert. Im Schottenrock zum Dinner, für einige hier gewöhnungsbedürftig. Schottischer Lachs als Entree. Das meiste, was in der Zugküche verarbeitet wird, kommt aus Schottland. Und was Küchenchef Tamburini nicht an Bord hat, kann er besorgen. Wenn die Gäste Hummer wünschen, kann ich einen Fischer in Kail anrufen und ihn fragen, ob er bis heute Abend ein paar liefern kann. Wir haben Stops, wo wir dies und das einladen können. Da ist eine Dame in Marlick, die uns Beeren und frische Kräuter bringt. Sie pflückt sie selbst und bringt sie zum Zug. So können wir während der Fahrt aufstocken. Gegessen wird im Royal Scotsman nicht in einzelnen Gruppen, sondern an langen Tischreihen ohne Sitzordnung. Das erleichtert das gegenseitige Kennenlernen und hebt die Stimmung an Bord. Die Ostküste entlang geht es über Aberdeen bis Dundee, der letzten Station der Reise. Im Panoramawagen klingt der Abend aus, getreu dem schottischen Motto, nur echte Männer tragen Kilt. Er fühlt sich sehr bequem an. Ich weiß nicht, ob ich das zu Hause tragen würde, aber hier fühlt es sich genau richtig an. Und so lässt sich beim nächsten Halt auch Don Jeff nicht lang bitten. Zum Tanz auf dem Bahnsteig von Dundee. Ein echt
schottischer Abend.